Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On The Road. Ja, ich stehe hier in Duisburg, beziehungsweise wir sind ja hier in Duisburg endlich angekommen mit dem kleinen, aber feinen LKW hier. Hab auch schon einen neuen gekauft, wollte ja auch mal diesen Deichsel-Container an LKW da mal ausprobieren. Und den habe ich mir hier nach Duisburg liefern lassen. Da fahren wir jetzt mal hin, würde ich sagen. Schau mal. Dass wir was? Ah, ja. Gut, kein Problem. Warten Druck ab. So, Kontrollkarte. Bla, Sülz, hast du nicht gesehen. Jawohl, vielen Dank. Und ja, vielen Dank auch nochmal für eure Kommentare bezüglich hier dieser sich selbst zentrierenden Kamera. Ich habe das jetzt mal ausgestellt. Vielen Dank. Jetzt kann ich wenigstens wieder hier so ein bisschen seitlich in den Spiegel gucken. Nice, gefällt mir. Was mir nach wie vor noch nicht gefällt, ihr hört, ich höre mich immer noch ein bisschen verschnupft an. Aber gut, was will ich machen? Ist nun mal so. Ich krieg's aber auch irgendwie nicht weg. Keine Ahnung, was da los ist. Egal. So, jetzt schauen wir mal, dass wir da den LKW da mal abgeholt bekommen. Ich habe auch schon Nathalie Jedönsrad eingestellt, dass die dann den LKW hier übernehmen kann. Okay. Ich komme gerade irgendwie gar nicht aus dem Leben klar. Schauen wir mal, wie sich dann der andere LKW da fahren lässt. Ich bin ja mal gespannt. Ich lasse mich überraschen. Na komm, gib Gas. Das weiterfahren, vielen Dank. So, kommt er jetzt? Boah, Alter, dieses Umschauen, das ist auch so ultra langsam. So, da hinten ist schon der Truck Service. Da sollte jetzt der LKW stehen. Ich will es mal hoffen. Schauen wir mal, ob das gute Stück noch da steht. Und dann holen wir mal da die Container hier wieder hier vorne ab. Da hattet ihr mir auch noch mal in die Kommentare geschrieben. Von wegen, dass ich da mehrere Containerlieferungen, also bis zu 3 Containerlieferungen da annehmen kann. Klingt logisch, aber hey. Ja, solange es funktioniert, nehmen wir, ne? Machen wir. So, da steht ein gutes Stück. Okay, lassen wir den mal hier stehen nehmen. So, tun wir mal meine Karte. Halt, nein, so. Raus damit. Dankeschön. Nein, geht raus. Okay, den lassen wir jetzt mal überstehen. Dann sneak ich mir hier mal hier vorne den. Also könnte ich hier nicht irgendwie schnell laufen oder so? Ging das nicht? Oh, JJ, ne? Deichsel-Anhänger fahren. Das ist genauso schlimm wie Gigaliner fahren, glaube ich. So, Karte rein. Modus wechseln und auf geht's. So, Hammer. Jetzt einmal hier rein. Fahrzeuge. Hallo? Fahrzeuge. Dankeschön. So, und dann haben wir hier den. Und Moment, Fahrer. Zack. Und Nathalie Kinder kommt da drauf. Bams. Auswählen. Jawohl, Nathalie Kinder ist on Tour mit dem Ding. Was ich hier bei Horst Heimer mal nicht verstehe, ist. Ah, ne, Quatsch, das ist ja gar nicht. Wo war denn das hier? Bei Angestellter, genau. Hier ist das LKW-Zeichen nicht hell, sondern dunkel hinterlegt. Aber der ist unterwegs, habe ich nochmal nachgeguckt. Also von daher. Egal, ich habe keine Ahnung. So, warte mal. Nathalie. Nathalie, du bist der einzige Stern für mich, den mir lieben tut. Komm mal her. Perle. So, dich, was? So, die baller ich jetzt erstmal hier rüber. Wo fährt denn die hin? Von Duisburg nach Kiel. Kiel hört sich gut an. Das ist hier auf jeden Fall schon mal da ein bisschen weit unterwegs. Jawohl. Ah. So. Dann packen wir da direkt noch einen drauf. Ich hab keine Ahnung.
Ja, Kiel, da ist noch einer. Jawohl. Na, komm her. Zack. Und zack, drauf damit. Na. Es ruckelt schon wieder, ne? Je mehr hier Dingens man hat, desto mehr ruckelt. Richtig hardcore. Naja, gut, was will man machen? So, warte mal, jetzt muss ich nur mal schauen. Ach ne, halt Quatsch. Ach, das war dumm. Die war dumm. So bin ich. Weil hier ruckelt es auch wieder richtig hart. Ja, Performance halt, ne? PlayStation hat sich drauf. Vor allem sieht man das bei diversen anderen Spielen. So, haben wir hier, was haben wir denn? Komm, hier gibt mir aber irgendwas, was hier so richtig schön weit weg ist hier. Die Olle, die soll hier erstmal rumheizen. Ja, komm, scheiß drauf, dann schicken wir die nach Dortmund danach. Kann die direkt erstmal wieder umfahren. Zack. So. Gib mir da rein. Jetzt haben wir hier, da noch einer Dortmund. Jawohl. Zack. Sehr schön. Na komm, lad das mal da hoch. So, und in Dortmund kriegt die dann. Dann ist die erstmal unterwegs, ne? Gibt's hier nichts in Süden oder so? Was ist denn hier los? Alles immer nur noch Kiel und Rostock. Wo, alles klar. Läuft. Ja, komm, scheiß drauf, schick mir die. Oh, hier, Rostock. Rostock, ein 30.000er? Jawohl, hier, tschüss. Hau rein, Perle. So, ab dafür mit dir. Du Huhn. So, jetzt ich. Der Scheiben-Willi. Wo bin ich denn? Ja, toll. Ah, also so langsam. Du musst her hier. Ach so, ne, warte mal, ich muss ja erstmal meinen Anhänger hier wieder ankoppeln. Moment, 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 wir sind noch gar nicht so weit. Zack. Bremse lösen. Und Start. Warum rolle ich denn schon? Was soll denn der Quatsch? Was soll denn der Quatsch? Quatsch. So, schauen wir mal. Ah, Tanke schon wieder leer, ja, stimmt ja. So, warte mal, ich setze ihn jetzt einfach mal. Guck mal da raus, bitte. Sehe ich da überhaupt jetzt was? Wahrscheinlich nicht. Naja, doch einigermaßen. Oh, hier sieht man wenigstens was, ne? Das ist schon mal ganz praktisch. Boah, bleibt mal stehen, das müsste so passen. Naja, vielleicht nicht ganz. Noch ein Stück. Stopp. So, jetzt aber. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, moin! Alles klar, läuft. Da sehe ich mich komplett. So, mein neuer LKW. Zack. Schnell Screenshot bauen. Dreh ich mal um und fahre nach vorne oder so. Damit er das Piepen aufhört hier. Und du darfst weiter nach vorne gucken. Vielen Dank. Ah, Gott, wo fahre ich denn hin? Schnell, schnell, schnell. Hier einmal rum. Jawohl. Sehr schön. Danke. Und auf geht's. Moment. Halt. Nee, auf geht's noch gar nicht hier. Jetzt muss ich erstmal halt irgendwas haben, wo ich aufladen kann. Ja, sag mal. Ach komm, laden wir auch da auf, oder? Kann ich eigentlich bei den anderen auch aufladen? Wahrscheinlich, ne? Gibt's hier Tom Oil? Kein Stein? Ne, die Firma hat keine Aufträge. Ja, moin. Alles klar, danke. Was geht hier? Gleiche, okay. Also, wir können nur hier Dönsrad-Shipping nehmen. Okay, alles klar. Tolle Auswahl. Egal, und es geht trotzdem. Kann das echt sein, dass es immer nur in den Norden geht und nicht irgendwie sonst wohin? Ist ja schon mal traurig, ne? Ich meine, ne, es gibt auch, was weiß ich, woanders bestimmt irgendwelche Sachen, wo man abladen kann oder so. Ja, komm, egal, scheiß drauf, fahren wir auch noch nach Rostock hier. Vielleicht treffen wir die Natalie da wieder. So, halt, Moment, ab nach Duisburg. Direkt mal hier noch einen mitnehmen. Komm,
Komm, gib mir hier noch einen Rostock hier. Hallo? Ah, da war einer. Verdammt, ah. Da oben ist noch einer. Jawohl. Sehr schön. Ja, komm, nimm an. Alter Schwede, es dauert wieder. Danke. So, hier, komm, da geht noch was. Komm, da geht noch was hier. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Ich habe eine Vollschutzanfrage reingeballert. Moment, Moment, Moment. Nach Hannover kann man fahren, weißt du, aber nicht nach. Ah, verdammt, da war schon wieder Rostock. Hey, hier ist noch einer. Jawohl, komm, zack. Okay, mit den Dingern kann man aber dann ganz gutes Geld machen, kann das sein? Ich jetzt hier sehe, ich habe jetzt hier Dingens. Also, wenn ich hier pro Anhänger 3 machen kann. Wow. Also pro Dingens, dann wären wir jetzt hier bei 90.000, 180.000 pro Fahrt. Würde ich feiern. Also noch mehr würde ich feiern, wenn ich das Geld auch irgendwo ausgeben könnte, aber. Ich lade jetzt einfach mal auf hier, mal gucken, was passiert. Ja, komm, nimm an, Dankeschön. Ich würde ja gerne auch nochmal losfahren dann heute. Zack. Sag mal, ja. Muss ja auch mal hier ein bisschen auf die. Auf das Gewicht gucken. 78 sind wir jetzt. Ja, komm, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch drauf. So, hier, Rostock. Da. Bumm. Und rauf damit. Jawohl, sehr schön. So, jetzt lade ich den dann nochmal. Tue ich den dann noch hier hoch. Dann kann ich wenigstens mal gucken, wie das jetzt hier aussieht mit der Prozente. Beladen, beladen, ja, das finde ich gesehen und keine Ahnung was. Ja, 97% läuft. Okay, da sind wir doch schon mal richtig, ne? Auf geht's. Brauche wirklich nicht so weit zu fahren. Ist das schon mal was. Wow, da kommt ja einer. Na ja, komm. Mach, dass der Land gewinnt. Boah, Alter. Junge, Anzug. Wahnsinn. Der ist schon im 23. Gang und ist bei 10 km/h. Uiuiui, der Anhänger, der schwingt aber hinten dann noch mehr, ne? Ja, da sehe ich mich schon irgendwo rein crashen. Wie zum Beispiel der Dedo! Der war knapp. Lässt sich irgendwie voll komisch fahren gerade, ich weiß auch nicht. Egal. Wir ballern jetzt hier rein und holen uns Container allein. Oh. Wo ist mein Navi? Ach nö, jetzt geht die Scheiße wieder los. Ah. Jetzt kann ich mein Navi wieder nicht einschalten. Ja, leck mich doch an die Füße, ey. Danke für gar nichts. Geile Programmierung. Wenn man einen neuen LKW kauft, dass die Scheiße nicht funktioniert. Alter Schwede, es kann doch nicht echt nicht wahr sein, ne? Ich meine, gut, okay, wenn ich das Spiel neu starte, dann wird es wieder funktionieren, safe. Aber hey, das ist schon lächerlich. Also du kaufst einen neuen LKW, Navi funktioniert nicht mehr. Junge, 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 ey. Hammerhart, ey. Aber Hauptsache an 30 Games gleichzeitig arbeiten und nicht eins vernünftig hinkriegen. Ey. Danke für nichts. Und ja, ihr könnt da jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Ist mir egal. Geht doch gar nicht, ey. Ernsthaft. Ey, sorry, das kriegt kein anderer hin, ey. Bugs okay, aber ey. WTF. Junge, 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 ey. Naja, egal, wir fahren auch ohne Navi nach Rostock. Ist kein Problem. Ich meine, wir kommen eh nicht bis nach Rostock. So, mal abgesehen davon. So, stehen bleiben. Zack, raus hier.
So. Achso, warte mal, ich muss ja hier noch Dingens, ne? Ja, genau, den Mist hier. Warte, ist das offen? Ne, das ist zu. Das andere hier. Der ist offen. Der ist zu. Der muss noch. Moment nochmal. Oh. Und jetzt? Ah, oh, ich dachte schon. Okay, juhu, wir haben es beladen. Sehr schön. Ja, hat doch funktioniert. Wenigstens etwas. Tada! Mein neues Gefährt. Pferd. Wie auch immer. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wenn ich ein Navi hätte, wüsste ich jetzt auch, wo eine Tankstelle ist, ne? Also gucken wir mal hier auf die Map. So, wir kommen an der Tankstelle vorbei. Perfekt. Läuft doch. So, auf geht's. Muss ich hier, warte mal, musste ich hier nicht irgendwie Steuerkreuz oder irgendwas drücken oder so? Irgendwas hatte die mir dann auch noch geschrieben, ne? Radio ein, aus, hier Döns, hast du nicht gesehen? Kann ich jetzt? Ne, natürlich nicht. Ach so, halt, warte mal, wir müssen ja auch hier. Ladungssicherung wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Ey! Geh doch mal da raus! Was soll der Quatsch? Man munkelt nämlich, dass Ladungssicherung mit LKWs echt gut sein soll. Habe ich mal gehört. Hat mir mal jemand erzählt. Sagt er, ey, wenn du deine Ladung sicherst, ist es der Hit. Weil, dann ist die Gefahr geringer, dass du deine Ladung verlierst auf der Alp. Übrigens, ach, ich bin fertig, jawohl. So, sehr schön. Zack, haben wir das auch geschafft. Juhu! Siehst du? Jetzt rutscht da hinten nichts mehr. Wenn das jetzt rutscht, dann rutsche ich mit. Und zwar in den Abgrund oder in den Tod oder wie auch immer. Keine Ahnung. Herrlich. Also, abrutschen nicht herrlich, aber dass ich das geschafft habe. Juhu! Und auf geht's Richtung Rostock. Wahrscheinlich irgendwie extrem. Obwohl, warte mal, wenn ich das Spiel neu starte und das Navi wieder da ist, bringt es mir auch nichts, weil die Strecke ja wieder nicht drin ist, ne? Ach, scheiß auf das Navi, ey. Echt. Ich fahre einfach dem grünen Strich da unten hinterher, das ist gut. Dann fahren wir immer Wega und ob ich pennen muss oder nicht, das wird er mir dann irgendwann nochmal sagen und ich habe keine Ahnung. Wobei ich glaube, ich muss sogar gleich pennen, kann das sein? Irgendwas war doch da, ich hatte noch nicht mal so viel. Was ist denn hier los, ey? Kann der Blinker vielleicht da mal anbleiben? Dankeschön. Ist zu nett. Boah, 5 Millionen Autos, ne? Komm, ich roll mal ein Stück vor, vielleicht bleibt mal irgendeiner stehen. Ja, der, ja, du solltest jetzt eher nicht stehen bleiben, aber naja, ist egal. Junge. Komm, fahr noch ein Stück vor, dann nehme ich dich mit. Ich nehme dich sowieso mit, ey. Scheiß auf den. Zack. Vollidiot. Hatte ich eben auch so. Bin ich in einem Wohngebiet. Ich bin eben in einem Wohngebiet unterwegs gewesen, ja? Auf dem Weg zu meinen Eltern. So, und im Moment ist da Highlife-Verkehr, also ist eine 30er-Zone, weißt du, da ist. Normalerweise fährt da kein Mensch lang. Außer die, die da wohnen. Oder die, die da jemanden besuchen. Und da ist im Moment Highlife, weil überall Baustelle ist und die Leute einfach meinen, ja, kann man mal da durchfahren. Ey, das ist so original, so ein Vollidiot, ein LKW-Fahrer. Sorry, also ich will da nicht alle LKW-Fahrer mit ansprechen, ne? Aber der Typ war echt ein Vollidiot. Ein Autotransporter und fährt in Parken das Auto rein. Warum? Weil diese Straße alles ist, aber bestimmt nicht für einen 40-Tonner ausgelegt. Die ist so scheiße eng. Also es hätte dem schon auffallen müssen, wie der überhaupt da in die Gegend reingefahren ist. Hätte dem schon auffallen sollen, dass der da mit einem LKW niemand. Der wäre niemals um diese Ecke gekommen, wo der rum musste.
Das ist nämlich deine Einbahnstraße und da musst du dir um die Ecke. Und da stehen nur Autos und die Straße ist generell eng. Ey, da denke ich mir auch, ey, Junge, was stimmt bei dir nicht? Mal abgesehen davon, dass ich dann, ne, danke dafür, einen Umweg fahren musste. Aber nee, der arme Typ, der da sein Auto stehen gehabt hat, hat jetzt einen Unfallwagen, weil Mr. Vollidiot meinte mit einem 40-Tonner durch. Junge, 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 ey. Wie gesagt, nicht jeder LKW ist so, ne? Aber es gibt echt Fahrer, wo ich mir einen Kopf fasse. Wo ich mir denke, es kann doch nicht wahr sein. Also, es muss der normale Menschenverstand muss einem doch erzählen, so von wegen, die Straße ist so eng. Aber selbst wenn er den Anhänger abgekoppelt hätte und mit der Zugmaschine nur gefahren wäre, wäre er da nicht durchgekommen. Ja, also da bist du schon froh, wenn du mit einem normalen SUV durchfährst. Nee, er muss dann voll da rein. Klingt logisch. Nur weil Monsieur wieder zu faul war, ich glaube, das sind 3,5 Kilometer, die du dann durch den Ort fahren musst. Andersrum. Ja. Junge, 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 Junge. Da denke ich mir auch, nee, läuft bei dir. Mir hat am meisten leid getan, der Typ, den der Wagen da gestanden hat, in den der reingedrauscht ist. Aber was heißt gerauscht? Da war ja nichts mit Rauschen. Reingeschlichen, aber trotzdem hat er die ganze komplette Fahrerseite im Arsch. Komplett, von vorne bis hinten. Ich habe gedacht, ja, moin. Wäre das mein Auto gewesen, Junge, wäre ich komplett ausgerastet. Flammneues Auto. Dem hätte ich den Hals umgedreht, ganz ehrlich. Und ich glaube, mein Chef hätte ihm auch den Hals umgedreht. So, gehen wir mal tanken hier. Mal voll die Hütten hier. Ja, dieses Phänomen mit dem Blinker, ne, das ist ja wie beim Bus-Simulator. Ey. Da kriege ich manchmal auch eine Krise, wenn der Blinker jedes Mal immer wieder ausgeht. Nur wenn man das Lenkrad ein bisschen bewegt. So, Motor aus. Zack. Dankeschön. Raus hier. Wir wollen ja nicht zu viel bezahlen. Und rein mit dem Jugendstuff hier. Füll mal voll die Hütten. Hatte ich in der Zeit mal. Ach, Zeit, einen Schluck zu trinken, weil. Mein Hals, ey. Also, ich habe keine Halsschmerzen oder sowas, aber. Wenn ich dann irgendwie eine Folge, das habe ich dann gestern oder vorgestern auch schon gemerkt. Wenn ich eine Folge aufnehme und laber dann irgendwie 10 Minuten, boah, dann merke ich richtig, wie mein Hals zu einer Wüste wird und immer mehr austrocknet. Ne? Also, da ballert die Erkältung ja dann immer noch rein. Ne? Vor allem mega nervig, dass sich der Quatsch so lange hält. Bin ich gar nicht gewohnt. Krank werden ist bei mir eigentlich so. Ja. Ich werde nicht krank. Aber normalerweise nicht. Wenn ich was habe, dann was richtig Heftiges. Das ist dann meistens immer dann so, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, eine Woche im Krankenhaus verweile oder so ein Scheiß. Oder auch schon mal mehrere Wochen. Ne? Also, ne? Normalerweise bin ich da und hau ich richtig rein, aber nicht hier mit so einem erkältungsgrippalen Infekt-Scheiß. So ein Quatsch. Braucht kein Mensch. Voll unnötig. Aber gut, ne? Geht ja auch irgendwas rum, wie man so schön sagt. Oder vielmehr, wie jeder das im Moment sagt. Obwohl ich habe den einen oder anderen YouTuber auch schon so, ich bin voll erkältet und dies, das. Habe ich auch schon gesehen. Aber auch so im Freundes- und Familienkreis und so, da höre ich auch immer wieder, oh, erkältet, Grippeinfekt, dies, das. Also scheint da wirklich was rumzugehen. Aber
Aber gut, nee, müssen wir leben. Wobei, in dem Fall muss ich jetzt damit leben. So. Okay, also bis hierhin, ganz ehrlich, so die ersten Meter, muss ich ganz ehrlich sagen, abgesehen davon, dass der LKW wieder ziemlich schwer auf der Brust ist, lässt er sich eigentlich ganz gut fahren. Ich bin mal, ja gut, okay, ich muss ja jetzt zum Glück hier mit dem Ding nicht irgendwie groß ins Rückwärts einparken, ne? Ich glaube, da wird es wieder interessant, aber ansonsten schon ganz okay, kann ich mit leben. Kleinen Navi sehe ich natürlich jetzt hier nur so ganz schlecht wie wo hier gerade Strecke ist, ne? Damit wollen wir hier ein bisschen so Außenansicht genießen dürfen. So, komm hier mal ganz kurz. Okay, zumindest schon mal so weit, dass ich hier versuchen kann, die Kamera einzustellen. Hey, schon wieder eine Tankstelle. Olele. Apropos Tankstelle, warte mal. Moment. Nein. Oh Gott, ich sehe da oben nichts. 3,5 Stunden, ja komm, das geht noch. 3,5 Stunden geht noch. Ey, das ist ja erstmal gerade eine Stunde vergangen oder so. Das ist ja praktisch, das geht ja. Okay. Da können wir mitleben. Da können wir noch eine Runde weiterfahren. Wobei, was sagt die Uhr? Ja komm, eine Runde ziehen wir noch durch hier. So, jetzt mal hier schauen. Ja, ist okay, ne? Hat so ein bisschen was von einem Hermes-LKW. Oder was meint ihr? So ein bisschen, ne? So, gehen wir mal lieber wieder rein. A ist zu laut und B, nachher klatsche ich irgendwo vor und da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Hat ein bisschen was von einem Hermes-LKW. So, Dortmund, ne, wir bleiben auf der A2 Richtung Hannover. Wo fahren wir hin? Rostock. Ja, Hannover passt. Da sind wir auf dem richtigen Weg, glaube ich. Da hatte mir auch jemand, warte mal, na ja, gut, jetzt das Kommentar rauszusuchen. Fühl dich angesprochen. Du hattest mir nämlich geschrieben, von wegen, dass du aus Hannover kommst und das ungefähr 2,5 Stunden wären. Vielen Dank dafür die Info. Also Dortmund, Hannover. Da lag ich ja gar nicht so schlecht. Da war ich ja ganz ziemlich nah dran mit meiner Vermutung. Das ist nämlich auch wieder blöd hier, gerade wenn ich jetzt, ne, wenn du hier schon gerade drin bist und mache, oder passiert mir auch häufig, dass ich mir dann fällt mir ein Kommentar ein, so, dann habe ich den Namen aber nicht dazu, dann normalerweise bin ich mal hingegangen, habe das Kommentar dann schnell rausgesucht. Jetzt haben die da schon wieder so eine neue Funktion eingebaut. Jetzt zeigen die dir nur entweder die beantworteten Kommentare oder die nicht beantworteten Kommentare an. Alter Schwede, ich drehe am Rad. Vorher war das viel cooler, da war das einfach nach der Synchrone, ne, wie heißt es? Ja, nach Datum halt, ne? Und zack. Dann brauchte ich nur scrollen, scrollen, scrollen. Ich wusste ja, okay, das Video, blub, blub, blub. So und so viele Videos nach hinten gescrollt, fertig. Ne, jetzt, oh, alles durcheinander, ey. Manchmal ändern die auch da Sachen, die total unnötig sind, ey. Oh, wir haben wieder eine Verbesserung. Nein. Habt ihr nicht? Das ist genauso wie bei irgendwo, du so irgendwas zu essen, neue Rezeptur, kannst du safe von ausgehen, schmeckt zum Kotzen danach. Hört auf, die ganzen Geschmacksverstärker und künstlichen Scheiß daraus zu nehmen. Das ist das, was gut schmeckt. Nee, aber jetzt mal im Ernst, ey. Liest du irgendwo neue Rezeptur, kannst du direkt knicken. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, wir bügeln hier mit 89 Sachen den Berg rauf. Juhu, olele.
immer weiter Richtung Norden. Vielleicht kriegen wir ja Natalie nochmal eingeholt. Das bezweifle ich. Ich meine, wir sehen sie ja sowieso nicht, ne? Das ist auch so traurig. Warum sieht man seine Kollegen nicht? Komischerweise beim Bus-Simulator sehe ich meine Kollegen. Die machen auch immer schön Lichthupe, nur ich kann immer nur hupen. Hier kann ich Lichthupe. Disco. Yeah. Und wir bügeln die Autobahn entlang. Immer weiter Richtung. Was ist das? Ostsee. Das Gefühl, hier ist ein Auto neben mir. Ah, hab ich doch richtig gehört. Hab ich doch richtig gehört. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Du Arsch! Ja, moin! Blöder Idiot! Zum Glück hat das keine Strafe gegeben. Ich hoffe zumindest, dass es keine Strafe gegeben hat. Vollidiot, ernsthaft. Absoluter, kompletter Vollidiot. Das ist genau das, was ich in, wann war das? Letzte, nee, vorletztes Video oder wann angesprochen hatte. Ein LKW-Fahrer kann ihn da gar nicht bis sehr, sehr spät sehen und dann ist es vorbei. Nee, hört auf, LKWs zu schneiden. Macht das nicht. Dann passiert nämlich genau sowas. Vollidiot meint hier nicht bremsen zu müssen. Ich habe am Ende noch versucht zu bremsen und hat ja natürlich nicht mehr gereicht. Unfassbar. Normalerweise bremsen sie bei jedem Scheiß. Fährst du dem hinten ein bisschen zu dicht drauf? Bleibt direkt stehen. Oh, nee, Angst. Oh, nee, wer kommt von der Seite und will überholen? Ja, moin. So, warte mal, wo ist denn lang jetzt hier? Jetzt habe ich nicht aufs Schild geguckt. Verdammt. Traurig, solche Leute. Ernsthaft. Und dann schiebst du den vor dir her. So, warte mal, jetzt will ich mal gucken. Oh, hier ist er denn lang. Boah, wie man das erst spät erkennen kann, ne? Berlin, Magdeburg, Dortmund, Bremen, glaube ich. Hier müssen wir runter. Auf geht's Richtung Bremen. An der Weser. Dortmund, Ummer, Bremen. Ich schwöre Richtung Bremen. So eine Bremer Stadt, Musikanten. Wir sollen mir ein Lied spielen. Dip, 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 dip. Und da ist der Heli wieder. Der Jote. So, ist er wieder so ein Idiot. Geh weg. So. Ab auf die A1. Hatte mir auch noch einer, fällt mir gerade ein, jemand in die Kommentare geschrieben, dass bei ihm die Spiegel nicht funktionieren. Schau mal in den Optionen, habe ich ja auch in den Kommentaren geschrieben. Schau mal in den Optionen, ob die Spiegel an sind, angestellt sind. Weil dann musst du die da anknipsen, also anklicken. Und dann funktionieren die. So, hier, endlich, leere Autobahn. Juhu, keine Idioten auf der Autobahn. Ich freue mich. Auf geht's. Volljahrs mit die Brüche. Oh, Mann. Vor allem, kennt ihr das? Also,
Ja, mit Sicherheit kennt ihr das. Aber entweder ist deine Nase zu oder sie läuft. Im Moment ist es so ein Wechselding zwischen, ja, ich bin jetzt mal gerade so ein bisschen frei, lass ein bisschen atmen. Aber in 5 Minuten fange ich an zu laufen. Weil ich in der Viertelstunde sowieso wieder zugehe und so. Oh, Junge, da bist du bist bescheuert, ey. Vor allen Dingen, ich war ja dann, letzte Woche musste ich ja dann, ne, war ich ja beim Arzt und alles, musste ja eh einen Test machen, wegen, ne, hätte auch schlimmer sein können, war aber nicht. So, und dann noch bei der Apotheke vorbei eben. Und das ist ja eine nette Geste und so, ne, dann kaufst du bei der Apotheke ein, dann geben sie dir halt so ein Paket Taschentücher mit, ne, in der Regel. Alles schön und gut, aber warum muss da Riffelblech oder so eine Käsereibe dran sein? Alter, das war voll so perforiert. Einmal Nase geputzt, Junge, Nase direkt. Boah, Alter, das hat gebrannt wie Sau, ey. Wo ich mir gedacht habe, ja, moin, ey. Ist ja eh nicht so, dass ich eh schon die ganze Zeit am Nase putzen bin. Und meine Nase immer wund, wunder und wunder wurde. Oh Wunder, sie wurde wunder. Und, nee, dann hast du da noch so ein Riffelblech dran, so, weißt du, wo ich mir denke, Alter Schwede. Direkt mal auf Seite gelegt, die Taschentücher. Das ist Kundenbindung, glaube ich. Denken sich auch, ja, der putzt sich jetzt immer die Nase, und dann ist sie wund, dann kommt er wieder, dann kauft er Penatencreme oder sonst irgendwas. Boah, ich sehe den Anhänger da hinten noch irgendwann umfliegen, ne? Guck mal, das Ding am Schwingen ist, hier moin. So, jetzt könnte aber mal langsam wieder hier ein Rastplatz kommen. Bestimmt erst wieder in 300 Kilometern oder so. Die Strecke jetzt hier vorne gerade, das muss ich sowieso mal gucken, wie lange ich jetzt hier noch fahren kann. Wobei, wenn das eben nur eine Stunde gedauert hat, also quasi so eine, ne, nennen wir es mal Ingame-Stunde hier, dann, sollte das auch passen. Wow. Aber jetzt schnell. Komm, zack. Ah, 2 Stunden noch. Alles klar. Läuft doch. Aber irgendwo müsste eigentlich hier noch ein Rastplatz kommen. Wein? Ich warte mal. Ah ne, wir sind beim letzten Mal aus Magdeburg gekommen. Ne? Dann sind wir bei Dortmund gefahren. Verdammt. Ja, Hydraulik, danke, beruhig dich. Ist gut, wir haben dich gehört, wir wissen, dass du am Rad drehst. Und immer weiter geradeaus. Was für ein Augenschmaus. Ich sehe noch kein Schild. Naja gut, was soll man machen? Wie soll man eigentlich? Ah ne, das kann ich ja nicht sehen. Ah, doch da unten kann ich sehen. Moment. Schnell. 18:14 Uhr. Okay. Wir fahren in die Nacht hinein. Aber das ist eigentlich ganz gut. Weil wenn ich dann penne. Wie lange pennen wir? 9 Stunden? 11 Stunden? 9, glaube ich, ne? Dann ist es wieder früher morgen. Yeah. Können wir da mal Tageslicht weiterfahren. Das ist ja richtig gut. Das ist richtig gut. Da haben sie die Disco-Lichter da oben blinken. So, geht weg hier, ich komme. Ich gehe nicht vom Gas.
Also gleich müssen wir dann doch mal gucken, ne, wo hier ein Parkplatz kommt. Hier muss doch irgendwo selber einer kommen. Auf der 1 war doch, warte mal, woanders. Ich kann mir vorstellen, dass wieder erst irgendwo kurz vor Bremen oder so der nächste Parkplatz kommt. Ja moin. Dann ballern wir durch, ey. Dann wird der direkt eine Doppelfolge. Ne, wird's nicht, aber. Eine extra large Folge, eine XXL Folge. Nur mein Hals ist auch schon wieder XXL trocken. Voll die Sahara am Start. Komm, ich lasse hier mal rollen. Ah. Schnell nochmal einen Schluck trinken, nee. Der hat ein cooles Kennzeichen hier. Fahr vor, da du Heini. Stuttgart, yo. SYO. Stuttgart, yo. Skidnap, ey. Jetzt fahren die ja wieder zu langsam, ne? Jetzt habe ich einmal wieder Geschwindigkeit. Nee, hört auf damit. Gebt Gas, kommt. Ansonsten schiebe ich euch wieder. Ist mir egal. Immer auf drauf. Oh, da hinten. Oh, ne. Ist das ein LKW oder ist das ein Schild? Was wir, ne? Ist ein LKW. Guck, wie schön die alle nebeneinander fahren, ne? Ein Traum. Keiner gibt Gas, weder der eine noch der andere. Da vorne genau das gleiche Spiel. Das müsste ich auf der Autobahn Relive haben. Also wenn sie schnell genug sind, okay, aber wenn sie langsam fahren, würde ich absolut abdrehen. Ja, genau, bremst doch. Stimmt bei dir nicht. Ja, aber Reaktionen sind am Start. Zack! Ha! Wie ein Fuchs. Nicht so schlau, aber genau so ein buschiger Schwanz. Was? Komm hier. Oh, jetzt kann ich hier den Berg wieder nicht hoch. Danke, du Heini! Wofür hat er eigentlich gebremst? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich hat der das zu viel gebremst, was der andere eben zu wenig gebremst hat. Oder die denken sich so von wegen, ja, ach, guck mal, Ecke, wir können langsam einen Berg hochkraxeln. Passt schon. Wow. Ich bin mal gespannt, weil ich den ersten mit dem Anhänger hinten abräume. Ich muss überlegen, mich zu überholen. Der Anhänger da hinten kann austeilen, aber richtig. Boah, hier muss nochmal ein Rastplatz jetzt kommen, was ist hier los? Das, also ich meine, das ist mir, ne, das fällt mir auch jeden Tag, ich bin ja jeden Tag unterwegs, fällt mir auch jeden Tag immer so krass auf. Wo ich mir manchmal denke, Alter, du fährst hier und fährst und fährst und fährst und es kommt nicht ein Parkplatz, Rastplatz, was auch immer. Wo ich mir manchmal denke, also kein Wunder, dass manche LKW-Fahrer Affen kriegen und ihre Lenkzeiten überschreiten müssen. Das ist ja vollkommen logisch. Und dann kommt mal was, dann passen da zwei LKWs drauf oder so. Aber 30 stehen da so, weißt du? Ich mir auch, ja moin. Also als Kind wollte ich auch mal LKW-Fahrer werden. Wenn ich mir das so angucke. Ich habe gelesen, dass in Großbritannien wird im Moment, das betrifft dann meistens die Deutschen, die dort wohnen, mit altem Führerschein im Moment angeschrieben werden und alles wegen, weil die da LKW-Fahrernot haben, in der Logistikbranche absolut die übelsten Probleme haben.
Und jeder, der seinen Führerschein vor 1999 gemacht hat, darf ja noch 7,5 Tonnen fahren. Und dann gibt es, glaube ich, sogar so eine Formel. Ich weiß aber nicht, wie die funktioniert. Das hat mir mal ein LKW-Fahrer erklärt, weil ich halt auch darunter falle. Dann kannst du am Ende des Tages, ich glaube, bis zu 12 Tonnen mit, keine Ahnung, Anhänger und bla. Und das wird dann irgendwie so und so umgerechnet oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder was. Hat mir mal einer erklärt. Oder erzählt. Ein LKW-Fahrer. Und ja, da habe ich mir gedacht, ja, krass. Ich finde das schon lustig, dass sie da jetzt alle möglichen Leute anschreiben. Also hauptsächlich deutsche Auswanderer, die in Großbritannien wohnen, mit altem Führerschein halt. Sollten doch mal nochmal darüber nachdenken, vielleicht doch eine Karriere in der Logistikbranche oder sowas zu starten und sowas. Da muss im Moment echt heftig sein. Ich meine, ne, das ist genauso, also ich sehe das jetzt, sage ich mal so, als Außenstehender, der so ja nichts damit zu tun hat. Aber es ist genauso scheiße oder beschissen bezahlt, sage ich jetzt mal, wie jetzt zum Beispiel in der Pflege. So, die Leute, die sollen sich einen Arsch aufreißen, die Leute sollen machen, tun und hast du nicht gesehen und werden dafür echt scheiße bezahlt. So, als LKW-Fahrer, du hast Stress, du hast Druck ohne Ende, alles just in time, du musst angasen, du musst ja, durch Wohngebiete fahren, wo du nicht mit dem LKW durchpasst, nur damit du deinen Zeitplan einhältst, weil dir sonst der Spediteur im Nacken hängt. Strafen werden auch nicht übernommen. Ganz ehrlich, gestaltet solche Jobs doch einfach mal lukrativ. Dann hat man auch nicht so Probleme. So, ne? Ich meine, das Just-in-Time-Gedönse und alles, ne? Und dieser Stress und hast du nicht gesehen? Das wird von uns allen gemacht, ne? Weil jeder will seine Sachen am besten gestern haben und so. Total unnötig. So, aber. Oder plan das anders, so, weißt du, dass der Fahrer. Oh, guck mal da, da kommt so ein Schild, was ich suche. Plant ein Fahrer so, dass der halt Luft hat, ne? Dass er sagen kann, okay, da ist ein Stau mit drin oder sonst irgendwas. So, weißt du? Dann mit einer vernünftigen Bezahlung, dann würden viel mehr Leute solche Jobs machen, wie jetzt, sag ich mal, ein LKW-Fahrer oder halt auch ganz besonders halt Pflegekräfte, Lehrer und so weiter. Kann ich ihn irgendwie nicht nachvollziehen. Es sollte eigentlich alles viel, viel lukrativer gestaltet werden, dann hätte man viel weniger Probleme und die Leute hätten echt Bock drauf, so. Aber ganz ehrlich, wer will. Also da denke ich halt meistens immer jetzt an diese Pflegekräfte. Ey, Respekt vor den Leuten, die das machen, ne? Sich da zig Stunden am Tag den Arsch aufreißen und werden so scheiß bezahlt dafür. Finde ich echt traurig. Für das, was die Leute da leisten. Leute sauber machen, anziehen, müssen die auch hochwuchten, also ne, anheben und hin und her. Da wirst du ja mit so einem Hungerlohn abgespeist. Echt traurig. So, wir sind an einem Rastplatz angekommen. The Food Imp. Und hier wieder die ganzen Leute, die, man weiß es nicht, wie hier hingekommen sind. Oder die sitzen alle hier und denen ihre Autos wurden geklaut. Könnte auch sein. Ja, guck mal, der ganze Rastplatz ist voll. Überall sitzen Leute, aber es ist nicht ein Auto hier. Ja, vielleicht gibt es hier einen Geheimtipp, man weiß es nicht. So, rein hier. Parklücke. Ich glaube, ich stehe ziemlich beschissen, kann das sein? Naja, geht so. Hält sich in Grenzen. Sehr schön, jawohl. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Schauen wir mal ganz kurz. Irgendwo zwischen Natalie Kinder. Wieso ist die hinter mir? Krass. Ist sie am Pennen oder was? Oder macht die da? Ich finde es irgendwie befremdlich, dass sie quer steht. Naja, ist egal. Also irgendwo zwischen Dortmund und Bremen sind wir. Wieso sage ich schon? Kurz vor Bremen ist irgendwie.
Erst der nächste Parkplatz. Naja, gut. Aber wir sind bis hier hingekommen, ne? Passt doch schon mal. Sehr schön, jawohl. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Folgenende. XXL-Folgen wieder am Start. Wer hätte das gedacht? Und ja, dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge hier weitergehen wird. Ob wir irgendwann jemals in Rostock ankommen oder nicht. Und wenn ja, wie? Mit Schaden, ohne Schaden? Man weiß es nicht. Wenn wir noch so mehr solche Idioten auf der Strecke haben, dann safe mit Schaden. Ich bedanke mich. Gerne kommentieren, bewerten und natürlich auch gerne kostenlos Abo. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.